Hallo, willkommen zurück. Wir machen gerade Jagd auf die Cerberus-Forscher und ihre Kommandos. Auf einem wunderschönen Planeten auch wieder, auf dem es sich angenehm fahren lässt. Ja, Mass Effect meint es gut mit mir. Oh ja, Mass Effect meint es gut mit mir. Wir haben hier eine Anomalie und eine weitere Forschungsbasis. Die Anomalie scheint wieder so eine proteanische Ruine zu sein. Und ich denke mal, da die Türme schon auf mich schießen, genießen die in gewisser Weise Priorität. Ein zweifelhaftes Vergnügen. Ja, okay. Damit hätten wir die aus dem Weg geräumt, dann schaue ich mich hier nochmal um. Das wird ja nicht ohne Grund hier in der Nähe aufgebaut worden sein. Ich weiß gar nicht, ob ich damit letztes Mal was machen konnte mit der Pyramide. Ich bin mir nicht mehr sicher. Man konnte da oben drauf rumlaufen, aber ich glaube, man konnte nicht wirklich was... Oh doch, wir können. Wir bergen jetzt die proteanische Pyramide. Na, wenn das nicht was ist. Oh, einige Kinderspielzeuge und abgewetzte Kleidungsstücke und eine proteanische Datendisk. Wunderschön. Habe ich letztes Mal das übersehen? Vielleicht, wer weiß. Ich dachte, glaube ich, ich könnte reingehen in die Pyramide, was nicht geht. Was sehr schade ist, eine verschenkte Gelegenheit. Ich würde gern in die Pyramide reingehen. Schönen Helm aufgezogen, ja, so ein Indiana Jones Helm, die Peitsche rausgeholt und dann ab geht's. Und hier muss jetzt was drin sein. Ja, hier muss jetzt was drin sein, sonst haben wir nichts, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wenn hier nichts passiert? Ja, hier, das sieht bewohnter aus. Die anderen Stationen sahen eher so aus, als wären die nur für Versuche da und als würde da keiner hausen, aber hier haben sie ihre Sachen aufbewahrt. Oh. Na komm. Oh oh. Was mache ich hier nur? Ich versage. Ja, das bezahlen wir. Gebt es alles her. Wir müssen was zerstören. Führt kein Weg dran vorbei. Mal schauen. Haben wir irgendwas Schlechtes hier? Irgendwas, was nicht, wo nicht Stufe 7 dahinter steht vielleicht? Das ist ja nicht die Möglichkeit. Oh ja, ein Bioverstärker. Mal schauen. Schlechter als meiner? Vielleicht besser als meiner? Savant. Ja, wenn der nicht besser wäre, dann wüsste ich es aber auch nicht. Der Polaris ist... Also ja, ja. Savant. Ich bin ein Savant. Sehr gut. Wie gesagt, ich wollte eigentlich was zerstören. Schlender nicht so darum, Ashley. Ich dachte schon, du wärst ein NPC. Dann... Machen wir mal die ganzen Rüstungen hier kaputt. Die sind ja alle nicht so gut. Sonst hätte sie jemand an. Leichte Turianer-Rüstung. Hey, Predator L. Die sieht nicht schlecht aus. Mittelschwer Mensch können wir zerstören. Ashley, du musst eine Modenschau für mich machen. Sorry. Du hast im Moment die Duelist an. Deine Phoenix ist in der leichten Variante schlechter, ja, was eine Überraschung. Die Hydra ist ähnlich gut. Ich nehme an, dass du wenig Schilder hast, das heißt, für dich gehe ich eigentlich eher auf Schadensschutz. Ja, du willst eigentlich auch keine von denen anziehen. Ich sehe es schon. Das müsste schon eine Phoenix 10 sein oder so. Bevor du die in Erwägung ziehst. So, was haben wir denn? Oh! Rachni! Ich bin doch der Freund aller Rachni. Vielleicht aber nicht von dem. Oh oh. Ha! Den roten Strahl habe ich kommen sehen. Ja, ich weiß da jetzt, was hier vor sich geht. Rot ist böse. Weg mit dir. Und stirb! Und sterbt! Ohne Gnade, komm! Lasst mich vor, ihr müsst alle sterben! Aha! Letzter Halt, Commander. Das sind wir Kahoku schuldig. Oh, hallo. Ich habe das Gefühl, man hätte da zuerst hingehen sollen und ihn zuerst finden sollen.
Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kahoko ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzungen auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Oh Gott, es ist Admiral Kahoko. Cerberus muss ihn auf... Es ruckelt. Ein weltbewegender Moment und es ruckelt. Cerberus hat ihn aufgespürt. Noch ein letzter Halt. Der Hund des Hades. Ach ja, ich hatte recht. Ich hatte recht. Sie haben eine größere Einrichtung für Cerberus gefunden. Begeben Sie sich nach Nephroron im Columbia-System des Voyager-Clusters und vernichten Sie sie. Okay, wir haben also jetzt rausgefunden, wo es weitergeht. Schön. Leider habe ich die ganzen Basen hier in falscher Reihenfolge gemacht. Aber hey, was soll's. Was soll's. Also die haben anscheinend den Admiral gefunden, haben ihn umgebracht und haben ihn hier an ihre Experimente verfüttert. Kein guter Tod. Kein guter Tod. Nicht, dass ich der Meinung wäre, es gäbe gute Tode. Denn der Meinung bin ich eigentlich nicht. Ich denke, jeder Tod ist irgendwie nicht gut. Wir müssen ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Den Admiral. Den kann man einfach hier liegen lassen. So, dann fahren wir. Wir fahren nirgendwo mehr hin. Wir gehen zurück zur Normandy. Shepard ist wütend. Ja. Shepard ist wütend. Wir treten jetzt in ein paar Ärsche von Cerberus-Anhängern. Kurz nachdem wir verkauft haben, ja. Denn das muss ich ja auch noch machen. Wenn ich jetzt nicht verkaufe, dann habe ich auf dem nächsten Planeten Riesenprobleme. Also, hinein in den Fahrstuhl. Hinein in den Fahrstuhl und auf zu meinem Allianzhändler. Vielleicht hat er ja noch was Tolles zu kaufen. Vielleicht, wer weiß. Wir können noch mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir an den Spinden sehen können, wie unsere Leute mit den Rüstungen aussehen. Können wir das? Ja, können wir. Du hast an eine Gladiator. Eine sehr sexy Gladiator. Also ich will dich eigentlich gar nicht umziehen. Also ich will dich schon umziehen. Aber ich will dir das ja nicht anziehen. Nee. Du siehst so gut aus, wie du aussiehst im Moment. Da bin ich glücklich mit. Rex... Wie wär's denn, wenn du hier... Die ist... Oh, die ist auch richtig gut hier. Wenn wir das hier in schwer finden würden. Oh ja. Wenn wir das in schwer finden würden, dann haben wir was zum drüber reden. Okay, die ist nicht gut. Die Phoenix-Rüstungen sind nicht gut. Ist einfach so. So, Garrus... Du könntest die anziehen. Das ist die gleiche, von der wir gerne eine schwere hätten auch. Mhm. Ja, die haben wir sogar mehrmals. Die ist richtig geil auch. Du hast doch... Oh, du hast auch was... Na, ich weiß gar nicht, ob es so gut ist an. Nee. Ich hab für niemanden was. Ja, Ashley hatten wir ja gerade dabei. Ach, by the way, Ashley, hey. Commander? Wie geht's? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Man muss diese Kolonisten irgendwie bewundern. Angesichts der Aussicht... Wie lautet deine... Oh. Man muss diese Angesichts der Aussicht würde ich zusehen, dass ich verstehe. Wir unterhalten uns später. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Ja, ich mich nicht. Wir müssen mal wieder ein neues Thema anschneiden, Ashley. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Ich Sehr gern, Commander. Will dein Geld... Oh. Armageddon. Direkt ein Name, der meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das wird langsam so gut wie meine Spektre-Waffe. Muss man im Auge behalten. Oh. Mittelschwer Guardian 9. Mittelschwer Guardian 9. Eine schwere Predator-Rüstung. Mit 54, 312 und 14. 54, 312 und 14. Je nachdem, wenn ich mir was kaufe,
dann wird es sowieso kurz danach durch was Besseres ersetzt. Es wäre deutlich besser als das, was du anhast im Moment. Es wäre deutlich... Und es ist eine Predator. Ja, die kaufen wir. Die kaufen wir sofort. Los geht's. Was habe ich überhaupt gewartet? Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Die ist zwar immer noch schlechter als Ashleys Rüstung, gefühlt. Aber die kaufen wir natürlich. Wo ist sie? Ah, nee. So, und dafür verkaufen wir das Antitorianergas. Die Schildbatterie 1. Diese schlechten, ja, die Teile hier. Komm, wir verkaufen jetzt, bis da oben eine 8 steht. Oder eine 7. Ja. Habe ich mir nochmal anders überlegt. So, Munitionsupgrades. Das sind alles hochlevelige Munitionsupgrades, die wir alle verkaufen. Denn die nehmen alle einen Platz weg. So, dann verkaufen wir noch ein paar von diesen Energiegeweben. Und Exoskeletten und genetischen Puffern und Schildmodulatoren. Und dann gehen wir weiter. Ich wünschte, ich könnte das hier sortieren noch irgendwie nach Pistole, weil dann würde ich mal alle Pistolen verkaufen. Weil alle meine Leute haben Pistolen, die mir gefallen. Aber so wie es im Moment aussieht, ist es anscheinend nach hier, Stufe sortiert. Und dann vielleicht nach Alphabet, ich weiß nicht. Warte mal. Oh, sorry, da muss ich niesen. Ja, die verkaufen wir. Und wir verkaufen auch hier den ganzen Kram. Das ist ja der Vorteil davon, dass ich mir gerade alle Rüstungen angeschaut habe. Dann kann ich ja sagen, verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir. Okay. Teneferierung. Okay, die verkaufen wir auch noch. So, damit müsste ich jetzt wieder genug Platz haben im Inventar, um mich eine Weile in der Galaxie rumtreiben zu können. Ja, ich denke auf jeden Fall. Wenn ich jetzt nicht genug Platz habe, dann weiß ich auch nicht. Ich habe Ashley die Rüstung nicht angezogen. Aber das kommt noch, ja. Das kommt noch. Da müssen wir sie halt wieder mitnehmen. Damit ich das nochmal machen kann. Live direkt. Ja, ja, was ich alles für Ausreden erfinde, um Ashley mitzunehmen. Ist schon süß, ist sehr romantisch von dir, Shepard. Ich weiß doch, dass du die nur dabei haben willst, um sie umzuziehen. Aber ich bin okay, finde ich gut. Mag ich. Columbia. Ob da Drogen verkauft werden? Hergestellt werden? Na, schlechter Witz. Oh. Okay. Hier blinkt's doch bestimmt. Irgendwo. Oder auch nicht. Okay. Altmodische Variante. Wir fahren den ganzen Weg hier ab. Nee. Wir fahren den Weg hier ab. So findet man ja durchaus dann die versteckten Sachen, wenn hier welche wären. Gut, dann gucken wir halt uns die Planeten an, ja. Den können wir erkunden, wunderprächtig. Als her mit dem Zeugs. Nepheron, da wollten wir landen. Aber noch nicht. Erstmal schauen wir uns weiter um. Vielleicht entdecken wir auch auf Nepheron, dass wir in einen der Asteroidengürtel müssen. Und deswegen blinkt hier noch nichts. Weil man die Reihenfolge gehen soll. Oder irgendwie sowas. Vielleicht. Wer weiß. Nepheron ist eine öde vulkanische terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Kohlendioxid und Krypton. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Natrium mit Vorkommen an Magnesium. Abgesehen von einigen geologischen Sehenswürdigkeiten, einschließlich einer Menge spektakulärer Vulkane, hat diese öde Welt nur wenig Interessantes zu bieten. Es gibt in der astronomischen Datenbank nur wenige Einträge zu Nepheron. Klingt, wie Nephilim, fast wie Engel. Oder Engel-Mensch-Hybrid-Wesen. Aber naja, das ist sehr weit gedehnt. Gerade. Schauen wir mal, ob der Planet so angenehm zu navigieren ist wie der letzte, weil das war ja ganz schön. Und wir müssen eigentlich auch noch, also es müssen Dreschschlunde müssen auch noch vorkommen, ja.
Das ist ja die Spezialität von Cerberus. Dreschlunde. Ah, habe ich Angst vor, jetzt schon. Oh ja. So, hier komme ich gut hoch. Hier komme ich besser hoch, als ich gedacht hätte. Oh oh. Ich sollte sowas nicht sagen. Wieso sage ich sowas? Wieso tue ich mir sowas selbst an? Okay, gut. Aber kein Reifen kaputt, ja. Ich glaube, die Mädels dabei zu haben, das hilft echt. Die wiegen viel weniger als Garrus und Rex. Die machen viel weniger. Die haben viel mehr Last auf den Achsen jetzt hier. So, Ashley. Dann wollen wir dich mal umziehen. Tali, dreh dich um. Das ist nicht für deine zarten Augen. Ich habe die verkauft, oder? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich war... Ja. Es tut mir so leid. Weiter im Text. Hey, du kannst deinen Unmut ja in den Kommentaren auslassen, wie du vielleicht schon getan hast, als ich es verkauft habe. Aber ich kann dir sagen, es ist zu spät. Ich werde auch nicht neu laden. Ich habe Geld verschwendet, ja. Was soll's. Uiuiui. Ja, jetzt habe ich auch keinen Nerv mehr. Ich hasse den Mekko. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Und da habe ich so kolossal versaubeutelt. Ich hätte Ashley direkt umziehen sollen. Und dann hätte ich verkaufen sollen. Und jetzt ist der Inhalt seines Ladens ist ja wieder zufällig verändert worden. Und neu generiert worden wahrscheinlich sogar. Das macht also alles keinen Sinn. Außer ich würde laden wollen und da habe ich keine Lust zu. Nee. Wir laden hier, wenn ich sterbe. Ja. Dann laden wir. Das ist zwar keine total feste Regel, aber schon so fest, wie es geht. So. Oder wir hätten wahrscheinlich geladen, wenn ich Tali nicht gerettet hätte, ganz am Anfang. Dann hätten wir vermutlich geladen, weil auf Tali will ich ja gar nicht mehr verzichten. So, was ist hier die Anomalie? Ah, da ist die Anomalie. Ein mumifizierter Salarianer. Mach mich glücklich. Ja, dieser Cerberus-Soldat hatte ein ID-Tag von Captain Varsinf, einem der salarianischen Soldaten, mit dem die mit der Suche nach dem Salarianerorden beauftragt waren, bei sich. Wie er in Besitz dieses Fundstücks kam, bleibt ungeklärt. Okay, auf jeden Fall ein Cerberus-Soldat. Dann fahren wir jetzt nach da, was auch immer das ist. Uiuiui. Die Rüstung ärgert mich immer noch. Oh, da haben wir auf jeden Fall mit Gegenwehr zu rechnen. Das ist schon mal gut. Da kann ich mich ein bisschen abreagieren, hoffentlich. So. Ihr habt Raketen. Das ist okay. Oh. Das ist nicht mehr so okay. Hahaha. Schlechtester Autofahrer aller Zeiten. Ha, bester Schütze aller Zeiten. Oder auch nicht. Jiha! Stirb! Ach, ich hätte dich umfangen. Ja, so. Stirb! Ich hoffe mal stark, dass mein Panzerchen unverwundbar ist. Solange ich nicht drin sitze. Das wäre sehr praktisch. Seid ihr alle tot? Was ist das hier? Wirklich? Loser. Fühlt meinen Zorn. Ihr Drecksäcke. Nächstes Mal.